Wer ist es? Das ist ein junger Mann, der ursprünglich in Frankreich aufgewachsen ist und dann irgendwann ja, sein Studium an der Sorbonne, ich kann es immer noch nicht aussprechen, begonnen hat und also Jura und hat dann gemerkt, das ist nicht seins. Er muss eher irgendwie was mit den Händen machen, was Aktives und ist dann nach Deutschland gegangen und hat dort erstmal auf dem Bau gearbeitet und irgendwann gemerkt, er will Zimmermann werden. Hey. Hallo, Kri-Kri. Oh. Hab ich meinen Geburtstag verschlafen? Nein, ich musste mal raus. Was soll das? Ich will nur gucken, ob du krank bist. Färbt deine Freundin auf dich ab, Herr Doktor? Ja, ich meine, wenn du dir so spontan Urlaub nimmst, oder ist das Hotel abgebrannt? Nein, das Pierre-Lescourt steht noch. Was ich an ihm mag, dass er, also seine gewisse Art der Ehrlichkeit, also das Direkte und dass er halt irgendwie für das versucht einzustehen, was ihm wichtig ist oder ja, wofür er steht oder denkt, dass es richtig ist. Findest du es nicht ein bisschen übertrieben? Ein Umtrunk im Carlas? Für einen Zimmermann? Vergiss doch mal deine Berührungsängste mit Anzugträgern. Nur so kommst du an Aufträge ran. Dafür brauche ich keine Canapés. Außerdem habe ich schon meinen ersten Auftrag und das hört sich nach einer großen Baustelle mit viel Arbeit an. Toll. Neubau? Umbau. Frau Sarah Vakus, die hat sich ein Haus gekauft. Irgendwo und nirgendwo. Und will da ein Restaurant draus machen. Ausgerechnet Carla. Ich kann nichts dafür, dass du mit ihrem Typ ins Bett gehst. Ich hätte mich gerne noch mehr vorbereitet. Mein Onkel ist Schreiner, da wäre ich gerne vielleicht noch ein paar Wochen ins Praktikum gegangen. Aber das war die Zeit leider gar nicht da, also weil es dann auch sehr schnell losging. Und ich habe mich mit einem richtigen Zimmermann unterhalten, als wir die Kluft gekauft haben. Genau. Ja, Ben, danke. Ist nicht dein Interview, ne? Toll. So, was soll er wissen? Du warst schon dran. Ich möchte noch mal. Hose zu erstmal. Erstmal die Hose zu. Ups. Ja, ja. Wo du herkommst, ist eher die Frage. Okay, ich habe davor bisher nur Werbung gedreht. Ich war auch einmal in einem größeren Kinoset, aber so, es ist halt natürlich, du kannst gar nicht alle so kennenlernen und mit den Leuten warm werden, wie jetzt zum Beispiel bei einem Kurzfilm oder bei kleineren Teams. Und das war schon ein bisschen ungewohnt, weil man wird halt so reingeschubst so, und jetzt bist du da. Es wird ja jetzt nicht irgendwie erstmal nochmal jede Person vorgestellt oder gesagt, jetzt machen wir erstmal eine Begrüßungsklappe oder so, sondern es geht ja auch von der Zeit her gar nicht. Und das war schon erstmal so ein bisschen, oh, so viele Menschen und irgendwie zwei Teams auch noch. Ja, das war schon erstmal eine Herausforderung.